Gesicht. Der Albtraum hat einen Namen. Albtraum Tylo. Moinsen und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Iron Curman Challenge Tylo. In diesem Video geht es um den Landeanflug auf Tylo und damit auch gleich den schwersten Part dieser Challenge. Jetzt werden einige sagen, die Landung ist doch Killefitz, ja. Da sage ich eigentlich schon, aber ich habe mich leider mal wieder ein bisschen, suboptimal angestellt. Aber der Reihe nach. Den Transit von Leite zu Tylo, den habt ihr gerade schon gesehen, ja. Den Orbit herstellen und so und ankommen, das war alles nicht das Problem. Vor der Landung habe ich nochmal ein bisschen RCS umgefüllt, damit der Lander auch manövrierfähig ist bis zum letzten Moment. Und dann gingen die Probleme auch schon los. Hier versuche ich abzukoppeln und ja, dadurch, dass halt dieser Dekuppler noch zwischen dem Dockingport war, hat sich der Lander einfach partout nicht lösen wollen. Er hat sich quasi zwischen dem Dekuppler und dem Dockingport der Haupteinheit sozusagen verheddert. Ja. Und ihr seht da schon ich komme einfach nicht weg. Ja. Es drückt einfach so extrem dagegen und da musste ich dann direkt neu starten und habe dann einfach das Schiff umgedreht quasi und bin dann abgedockt. Hab dann allerdings einen lustigen Fehler gemacht. Das könnt ihr hier gleich sehen. Ja, direkt reingerauscht. Geht natürlich nicht. Ja, das muss auch direkt neu geladen werden. Der zweite Versuch beim Abdocken, der hat dann wieder etwas besser geklappt. Da habe ich es dann tatsächlich auch mal geschafft. Aber der nächste Fail, ja, der lässt nicht lange auf sich warten. Und dieser Fail hat seinen Ursprung ganz am Anfang. Die Erkenntnis passiert genau in diesem Moment, als der Treibstoff ausgeht für die Landertriebwerke. Dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, außen leer, innen voll, der untere Tank auch noch voll. Was könnte ich vergessen haben? Ja, was habe ich vergessen? Ich habe die Treibstoffzuleitung vom inneren zu den äußeren Tanks vergessen. Da hätte ich auch am liebsten in die Tischkante gebissen und ein Stück rausgerissen. Ist auch super, dass mir das genau bei der Landung erst auffällt, ja, dass ich das vergessen habe. So lohnt es sich natürlich nach den ganzen Stunden, die ich da schon reingesteckt habe, überhaupt nicht das Ganze nochmal neu zu starten. Weil, ja, ich wollte dann einfach mit dem arbeiten, was ich hatte und dann nicht nochmal stundenlang dahin fliegen müssen. Ich habe mir dann gedacht, ich muss zuerst vor allem mit den drei Atomic Engines, mit den Hauptstufen, erstmal schon abbremsen, ja, bevor ich überhaupt den Lander abkopple, damit ich den Treibstoff auch gleich noch mit zum Bremsen ausnutzen kann. Und dann, während des Landeanflugs, die Geschwindigkeit einmal abzubremsen, bis die äußeren Tanks mit den Triebwerken vom Lander leer sind. Und dann muss ich genug Zeit haben, um den Treibstoff aus den inneren Tanks in diese äußeren Tanks umzuleiten und dann nochmal ein Bremsmanöver anzuleiten, das mich dann letztendlich auf der Oberfläche landen lässt. Das hört sich jetzt einfach an. Eigentlich hört es sich auch nicht einfach an. Es hört sich eigentlich genauso kompliziert an, wie es dann letztendlich auch war. Und dieser ganze Vorgang hat natürlich mehrere Versuche gebraucht. Und diese mehreren Versuche haben mich 3 Stunden gekostet. 3 Stunden meines Lebens, die ich nie zurückbekommen werde. Der Versuch, den ihr da gerade schon gesehen habt, der ist natürlich erstmal direkt in die Hose gegangen, weil ich da natürlich schon viel zu tief war und viel zu spät abgekoppelt habe. Da konnte ich dann auch mit den Triebwerken nichts mehr ausrichten. Und genau das gleiche hier eigentlich auch. Da ist es mir wieder nicht gelungen, was ihr da gerade seht, abzukoppeln. Da hing ich wieder fest am Dekuppler sozusagen. Und ja, ab 8000 Metern war das Ganze dann schon wieder völlig unrealistisch, da noch was zu reißen. Deshalb auch da wieder Neustart. Dann habe ich die Taktik ein bisschen geändert. Ich habe dann das Raumschiff aufgestellt, sodass die Atomic Engines in Richtung Planetenoberfläche zeigen und sozusagen das Raumschiff an Höhe gewinnt, ja, sodass die Apoapsis steigt. Das hat dazu geführt, dass ich dann unterm Strich für das Landemanöver mit dem Lander letztendlich dann mehr Zeit hatte und auch für das Treibstoffumfüllen während des Landeanflugs mehr Zeit hatte. Hier sehen wir quasi die Flugbahn für den Landeanflug vom Lander. Ja, eine gerade Linie direkt nach unten. Die Schwierigkeit ist immer, wann muss ich Gas geben sozusagen, um die Anfluggeschwindigkeit auszugleichen und dann nicht irgendwann den Punkt zu überschreiten, ab dem ich nicht mehr bremsen kann. Ja, und das ist natürlich umso schwerer, wenn man nur eine bestimmte Menge Sprit hat und dann die andere Menge, die man noch hat, umfüllen muss. Und ihr seht, dass das Umfüllen ist wirklich eine langwierige Scheiße. Ja, da gibt es ja keinen Knopf, der sagt, fülle den Treibstoff aus dem Mitteltank in alle 4 Außentanks. Ja, das musst du für jeden Tank einzeln machen. Alleine das kostet ja schon wahnsinnig viel Zeit.
Zeit, das umzufüllen. Das muss man erstmal schaffen, ja, und das dann auch in Einklang zu bringen mit dieser Zeit, die man hat, um abzubremsen. Das ist nicht einfach, ja, und das erklärt auch, warum ich so viele Versuche gebraucht habe. Für euch ist es natürlich wundervoll beim Zugucken, weil ihr seht schön viele Crashs, ja, wie den gerade eben, ja, wo es wieder mal nicht geklappt hat. Fatalerweise für Shep Freekerman, aber zum Glück gibt es ja den Quick Load, ja, und den Quick Save. Hier noch einmal ein Versuch, der richtig schön schief gegangen ist. Da ist das Ding ins Trudeln gekommen, weil der Treibstoff ungleichmäßig abgefüllt war in den äußeren Tanks. Und sobald da eine kleine Ungleichheit ist in den Tanks, wenn in einem Tank mehr drin ist als im anderen, dann fängt das Ding beim Gasgeben sofort an zu trudeln. Dann kann man es auch direkt wieder vergessen und muss neu laden. Also, liebe Kinder, was lernen wir daraus? Ihr müsst immer gucken, ob ihr eure Treibstofftanks richtig miteinander verbunden habt und ob die Verbindungen und Treibstoffleitungen an den richtigen Stellen zu den richtigen Tanks sitzen. Ja, sonst habt ihr hinterher beim Landen ganz große Probleme und ihr tötet ganz, ganz viele unschuldige Kermans. Und das wollen wir ja nicht, liebe Kinder. Im Folgenden dann nochmal zwei Fehlversuche, zum Beispiel den aktuellen hier. Ja, auch da sah es anfangs relativ gut aus. Ja, ich dachte, ich krieg das hin mit dem Umfüllen und mit dem Abbremsen, mit dem Schub geben. Aber nee, dann am Ende hat sich dann doch wieder herausgestellt, dass ich nicht genug abgebremst habe. Und obwohl ich noch Treibstoff im Tank hatte, war die Geschwindigkeit einfach zu hoch und ja, da musste ich dann auch schon wieder direkt neu laden. Das hätte sonst in einem Crash geendet. Dann gab es noch einmal einen lustigen Fail der Marke überschlagen, weil Treibstoff falsch umgefüllt. Ja, Gewichtsverlagerung und solche Geschichten. Muss man alles beachten, ja, es ist halt doch im Kern eine Simulation, dieses Spiel. Und ja, da passiert sowas dann halt auch mal. Aber es gäbe kein Video dazu, wenn ich es am Ende nicht doch irgendwie geschafft hätte. Und ihr seht jetzt im Folgenden den kompletten erfolgreichen Landeanflug. Erfolgreich in Anführungsstrichen, weil auch das kam nicht völlig ohne Fails aus. Also die wirklich beste Schote passierte mir wirklich ganz am Schluss, ja. Und ich will es hier echt nicht spoilern. Ja, wer das sehen möchte, wer jetzt nicht den ganzen Landeanflug sehen möchte, der kann ans Ende des Videos springen und sich das angucken, was da passiert ist. Ja, ich gebe da auch nochmal hier im Video selber nochmal eine Verlinkung zum Ende des Videos hin, ja. Dass man sich das dann direkt angucken kann, wenn man das möchte. Weil der Landeanflug ja doch relativ lang ist.
Oh nein, da hat er sich überschlagen. Ach, verdammte Axt. Auf jeden Fall wurde gesagt, dass das trotzdem noch als erfolgreiche Landung gilt, ja, auch wenn er auf dem Kopf steht quasi. So, aber jetzt kommt der absolute Knüller, jetzt kommt der absolute Burner, ja. Ich will ihn aussteigen lassen, ja, den Kerman, ja, den Shepfree Kerman. Und Hatch is obstructed, can't exit, Luke blockiert, ich kann nicht aussteigen.
Ja, anscheinend ist halt dieses eine Triebwerk da am Weg und oh, ich höre gerade, Shepfrey Kerman ist uns gerade live aus dem Lander zugeschaltet mit einem Kommentar zu der Situation. Ja, ich kann deinen Frust verstehen. Ja, da fliegt man so weit und dann geht einfach die Tür nicht auf. Ja, es tut mir so leid.